Hi, ich heiße Chai und ich möchte Ihnen zeigen, wie stark Klang Einfluss auf Körperbewegung, besonders im Sport, hat. Das nachfolgende Beispiel kommt aus dem Tennis und Sie werden den Effekt selbst gleich erleben. Eins der schwierigsten Schläge im Tennis ist der sogenannte Stoppball am Netz. Ein Spieler rennt sehr schnell zum Netz, nimmt den Ball am Netz an, aber so entspannt, dass der Ball vom Schläger abtropft und gleich hinter dem Netz liegen bleibt. Es ist sehr schwer, wegen des sofortigen Wechsels zwischen vollem Lauf und entspannt Ballannahme. Für unsere Tennisklienten haben wir für diesen Schlag den Klang Arm entwickelt. Am Netz. Man nimmt den Ball. Arm. Arm. Funktioniert jedes Mal. Aber für diejenigen da draußen, die skeptisch sind, möchte ich Sie jetzt bitten zu versuchen, Arm zu sagen, aber nicht diese Bewegung zu machen, okay, sondern das Gegenteil, einen sehr starken, schnellen Rückhand zu machen und gleichzeitig Arm zu sagen. Bitte schön. Du veränderst den Klang. Das ist unmöglich. Und für die ganz Cleveren da draußen, die dies machen, sie wissen ganz genau, das zählt nicht. Entweder man ändert den Klang oder die Rückhand ist einfach nicht schnell genug. Dies ist das Grundprinzip. Der Klang ist so stark, Sie können ihn nicht ignorieren, Sie können ihn nicht bewusst überschreiben. Wir haben hunderte von Klängen entwickelt im Golf, ein 8 Meter Putt, ein 40 Meter Pitch, es funktioniert. Benutzen Sie die Klänge und Sie erreichen das erwünschte Ziel jedes Mal. Ich hoffe, Sie bald persönlich kennenzulernen. Folgen Sie uns im Internet unter audiogolf.de oder im Instagram audio.golf.